Ich hoffe mal ganz stark, dass Spaghetti Bolognese und keine Gedärme mit Hirn und Blut, was von der Decke tropft. Oh, Gott sei Dank, Spaghetti Bolognese. Willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's ebenfalls gut. Willkommen zu Dimensions Dead Edition. Also, ich bin ja manchmal so ein bisschen, habe ich ja Pech beim Denken. Ich habe dieses Spiel schon sehr, sehr lange bei mir auf dem PC. Und ich habe es aber nicht gecheckt, so wie ich habe es voll vercheckt. Und ich habe es vorhin gedownloadet. Und dann sehe ich, warte mal. Dieses Spiel habe ich schon. Ja, dann wird man sagen, das ist das Spiel, let's go! So, hier sehen wir wieder die ganzen Controls, also hier die Steuerung und so. Jo, jo, kann man alles. What? Warte, was? When attacking, damage is only dealt when you are holding a weapon. Super. Das heißt, wir werden wieder von irgendwas angegriffen. Oh Gott. Part 3, Maze. Okay. Dann let's go. Also, ich finde es ja bis jetzt schon sehr episch. Übrigens, so was ich sehr gerne trinke, wenn ich aufnehme. Ich bin ja nicht so ein Mensch, ich trinke ja eigentlich ungern so Alkohol oder Bier. Aber Beck's Ice oder Beck's Green Lemon sind Gott sei Dank nur 2,5% drin. Also man schmeckt da wirklich nichts raus. Und spüren tut man von einer Pulle auch nichts. Also wirklich, das ist so erfrischend. Ich liebe das, im Sommer zu trinken. Das ist. Ah, da geht mein Horrorherz auf. Dimensions. Dead Edition. Das Spiel beginnt. Part 1. Different Dimensions. Ah, okay. Ich muss mal kurz das Spiel ein bisschen lauter machen. So. Okay. Ich weiß nicht, um was es hier geht. Oh. Ist es. Oh, please. Es ist ein PT-Game, kann das sein? Können wir die nehmen? Oh, perfekt. Kann man hier irgendwas reintun? Ah. Kann man davon nichts nehmen? Schade. Es ist dunkel hier. Also ist wie so ein bisschen PT-mäßig hier. Ho! 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 Holy. Holy fuck. Was war das? Oh, das war nicht gut. I don't like this anymore.
Okay. Man weiß ja nie. Kann man das mal auch gerne nehmen? Okay, was ist das für eine Tür? Ich glaube, die machen wir erst gleich auf. Wir gucken jetzt erstmal, was hier noch so abgeht. Okay. Da können wir dann und da können wir dann. Hallo? Oh, Part 2. The Horror Begins. Ich will wieder zurück. Okay, dann gehen wir nicht zurück. Es ist ja nur dunkel hier. What the fuck? Hi. Hallo? Was mache ich da für Moves mit meiner? Oh fuck. Oh fuck. Ach scheiße. Na. Oh fuck. Boah. Einfach weggehen hier. Einfach gehen. Das ist gut. Wieso kann ich da nicht raus? Alter. Komm. Ach so, jetzt können wir da lang oder was? Part 3. No Escape. X. Warum ist denn X? Hallo. Oh, danke, dass es. Danke. Fürs Tür aufmachen. Danke fürs Zumachen. Oh, was war das? Oh Gott, das ist der Schatten von meiner Lampe. Oh. Okay. Okay, what the fuck ist das für ein Game? Und du so, was stehst du hier so rum? Wie bestellt und nicht abgeholt? Wir müssen da lang. Warum ist da ein Messer? Ja, ich verlass mich lieber auf mein Licht. Sehr gut. Sehr gut. Also dieses Spiel führt wirklich dazu, dass ich verdammt angespannt bin. Ach so, ich verstehe. Also ich glaube, die Buchstaben sind dafür da, für die Level, also die Türen, wie oft und also, you know. Oh. Was ist das denn hier? Oh. Meine Klaustrophobie kommt hier gleich wieder zum Vorschein. Ein Jumpscare hier und ich, wirklich ein Jumpscare und ich springe. Aber sowas von. What the fuck? Wie sehr unangenehm hier. Es ist sehr unangenehm. Waren wir hier nicht gerade? Ich bin boah, richtig verwirrt. Ich hasse sowas wirklich. Du bist kein Maze, du bist ein Scheiß-Maze. Ey, hier geht's nicht lang. Ich kriege richtig Klaustrophobie. Echt. Boah, Alter. Jetzt darf ich hier lang, juckt mich jetzt auch echt gar nicht. Ja. Ich versteh's nicht. Wir waren doch gerade schon.
Oder? Wie kommen wir denn jetzt hier raus? Oh, es ist so scheiße. Wie, das ist wirklich nichts für Menschen mit einer Klaustrophobie. Boah, echt, was ist das? Er ist ja krank. Hier waren wir schon 1000 Mal, also wirklich, das ist. Boah, Alter. Entspann, Florian, entspann. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal hier lang. Warte mal. Aber hier sind wir schon 1000 Mal lang gegangen. Wir kommen hier gar nicht mehr raus, ne, oder? For real, wir kommen hier gar nicht mehr raus. Ist echt ja. Ist ja hier. Ne. Wow, warte mal. Kann es sein, dass die Wege sich immer wieder verändern? Kann das wirklich sein, dass die Wege sich hier immer verändern? Ja, zu 1 Milliarden %. Diese Wege verändern sich die ganze Zeit. Wir kamen jetzt gerade. Von hier wollten hier lang gehen, drehen uns um, boom, der Weg ist weg. Alter, fick dich, Spiel, wirklich, fick dich. Okay, jetzt habe ich Probleme, weil ich das böse Wort gesagt habe. Oh. Ja, kann sein, dass das Video entweder stumm geschaltet wird oder so. Es sieht schon besser aus, oder? Bitte, bitte sieht es schon besser aus und gleich ist hier irgendwo eine Tür. Weil ich habe so das leichte Bedürfnis, einmal zu kotzen. Das ist wirklich. Es. Ich sag gar nichts mehr, wirklich. Ich sag gar nichts mehr. Bitte lass doch jetzt hier gleich eine Tür sein. Bitte. Vor allem, ich denke, 1000 Mal. Also wie. Oh, danke, thanks Gott. Also. Ist mein Licht jetzt aus? Ah, so zünden wir es an, also. Okay. Also, Real Talk, ich habe gar keinen Bock mehr auf Labyrinth, so, also wirklich, das ist. Oh, shit. Es ist eigentlich kein. Ich hoffe mal ganz stark, das ist Spaghetti Bolognese und keine Gedärme mit Hirn und Blut, was von der Decke tropft. Oh, Gott sei Dank, Spaghetti Bolognese. Zahlen werden immer weniger. Vielleicht haben wir es gleich geschafft. Wäre schön. Ich bin nämlich. Ach du Scheiße. Der hat zu viel Spaghetti Bolognese gegessen. Spaghetti Bolognese, Mann. Ja, wir gucken Film. Filmeabend. Mit Demented. Mit Demented Horror. Super. Ja, nicht mehr, ja. Warum brauchen wir dieses Messer eigentlich? Habt ihr es gehört?
Digga, also erstmal. Ich glaube, der Dude hat auch keinen Bock mehr herumzustehen, so, der steht ja schon die ganze Zeit. Aber das Spiel verspricht wenigstens, so wie sich's im Titel anhört, Dimensions. Dead Edition. Ja, meine Lieben, ich sammle auch, genau, das wollte ich eigentlich auch noch ankündigen. Ich muss auch immer aufhören, meine Lieben zu sagen, weil mir wird so oft gesagt, du hörst dich an wie Bibi Beautys Palace, und das ist die größte Beleidigung, die man mir geben kann. Also, ihr nicht lieben. Ich kann eigentlich kaum über irgendwas sprechen, weil ich gerade ein bisschen Schiss habe, so. Aber was ist hier drunter? Ach, ich will es gar nicht wissen. Und zwar geht's jetzt wieder los mit der Produktion so ein bisschen von Creepy. Also es kommen wieder ein bisschen mehr Creepy-Folgen, wie ihr schon, glaube ich, bemerkt habt. Und, okay, ihr habt es eigentlich nicht bemerkt, glaube ich. Ich weiß es auch nicht. Egal. Und, ja, es werden. Ich hasse Kinderspieluhren. Es werden richtig geile Folgen kommen, das kann ich euch versprechen. Also, wir werden zusammen wieder ins Darknet eintauchen. Das habe ich ja vor 2, 3 Jahren oder so mal gemacht. Ja, vor 2 Jahren habe ich das mal mit euch gemacht. Ach. Wir rennen. Genau, also es gibt wirklich geile Folgen. Ich möchte auch mit euch über diese Render Connect, oder wie diese scheiß App heißt, reden, weil ich sie selber ausprobiert habe. Und möchte meine Meinung dazu abgeben. Warte mal, hier waren wir doch schon drin. Also ihr könnt euch auf echt coole Folgen gefasst machen. Just. Fucking die. Just fucking die. Okay. Sehr, sehr nett. Ah, gut, hier ist jetzt nichts mehr zu sehen. Muss jetzt mal Pause machen. Holy verdammte. Tschüss. Vielen Dank. Oh. Schlimm. Part 4. Unsolved Puzzle. Hallo, du da hinten. Na, wie geht's? Haben wir jetzt die zwei Türen zur Auswahl? Einmal die Tür. Oh, sorry, nicht gesehen. Und einmal. Okay, wir müssen durch die Tür gehen. Oh. Okay. Dann finden wir das Ding. Brauchst du auch noch. Find ich mega. Dann schauen wir mal. Ist der Spaghetti-Bolognese-Mann schon wieder? Mal. Zeit. Schlaf gut. Und, oh, Schlüssel. Haha, Schlüssel. Oh. Was ist das für ein grünes Gut? Kann ich das benutzen? Okay, funktioniert nicht. Wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel.
Das heißt, da wo ein Schlüssel ist, brauchen wir was. Das heißt, wir brauchen gar nicht hier do doof rumgucken. Da, 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 da. War für nicht hier nur irgendwo eine Tür? Schau mal an. Das hier. Ha. Ich bin verwirrt. Egal. Wow, warte mal. Puh. Ah. Das brauchen wir nicht. Aha. Sollen wir es wieder zumachen oder so, oder? Warte mal. Was? Das ist super. Achso. Ach, ich will da eigentlich gar nicht hingehen, ne? Ich weiß eigentlich schon was. Pass auf, da ist jetzt irgendwas. Aha, das ist das Ende. Ja, auf jeden Fall, das war Dimensions Dead Edition. Was hier steht mit to be continued oder the pre-release. Bis jetzt ist noch nichts rausgekommen, wirklich. Also man hört davon nichts. Ja. Weiß nicht. Also anscheinend wird's vielleicht irgendwann rauskommen, wenn Horror-Games ausgestorben sind. Also nie. Ja. In dem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann sie wieder schaut. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bei mir heißt es to be continued, weil ihr wisst Bescheid. Haut rein, Leute, macht es draus und ciao.